dazu ein Beispiel. Ich habe hier eine Klasse mit drei Funktionen, die denselben Namen haben. Das geht an dieser Stelle, weil die beiden Funktionen zwar identisch viele Parameter haben, nämlich 1,2 und 1,2, aber die Typen sind unterschiedlich. Es würde sogar reichen, wenn ein Typ unterschiedlich ist. Die liefert ein Float, die ein Int-Wert. Die machen eigentlich nichts anderes, als dass sie übergebenen Werte addieren. An dieser Stelle, wenn ich versuchen würde, eine dritte Funktion Summe zu definieren, mit zwei Integer-Parametern, würde mir der Compiler einen Fehler liefern. Auch wenn sich die Funktionstypen hier unterscheiden. Denn das Überladen besagt, dass die Anzahl an Parametern unterschiedlich sein müssen. Oder wenn die Anzahl an Parametern gleich sind, müssen mindestens an einer Stelle die Parametertypen unterschiedlich sein. Und das ist hier nicht der Fall, die sind gleich. Es reicht nicht aus, dass der Funktionstyp unterschiedlich ist. So, was erfolgt jetzt, wenn ich diese Main-Funktion hier mir anschaue? Diese Funktion ist also ungültig. Hier wird Summe von 2, 3 aufgerechnet, aufgerufen. 2 ist ein Int-Literal, 3 ist ein Int-Literal. Also wird diese Funktion aufgerufen und ausgeführt. Jetzt wird Summe aufgerufen mit 2 Float-Literalen. Also wird geguckt, welche Parameter stimmen da. Diese beiden Parameter stimmen. Das heißt, diese Funktion wird aufgerufen. Hier erfolgt jetzt nochmal ein Aufruf von Summe 2, 3. Genauso wie vorhin, nämlich dieser. Auch wenn hier Float stehen würde, das soll man kennzeichnen, dass das halt nicht ausreicht. Dieser Fall kann gar nicht eintreten, den können wir streichen. Also unabhängig vom Typ wird hier immer die Funktion aufgerufen, wo die entsprechenden Parameter, Werte, Parametertypen konform sind. Und als hier wird aufgerufen, ja, die Funktion Summe mit einem Float-Wert und einem Int-Wert. Ja, welche wird jetzt aufgerufen, die oder die? Ganz klar, diese hier oben. Denn dieser Int-Wert kann in einen Float-Wert gecastet werden. Das geschieht implizit, arithmetisch nach Gleitkomma, ist eine implizite Typanbindung. Und nicht implizit kann gecastet werden, ein Float-Wert in einen Int-Wert. Deswegen erfolgt der Aufruf dieser Funktion, wobei dieser Int-Wert in einen Float-Wert implizit überführt wird.